So, Country World. Warte mal. Du befindest dich wiederholt. Ach so, ja, genau. Warte mal. Also, für euch zum Input. Du befindest dich wiederholt in einem Haus, in dem deine Frau und dein Sohn tot sind. Entdecke verschiedene Hinweise im Haus, enthülle die Geheimnisse ihres Todes. Erlebe die ständige Anspannung und Angst im wiederholenden Raum. Das Game ist so ein bisschen an PT angelehnt. Ja, da können wir hin. DBD, oh Gott. Hier ist zu. Ja, hübsches Bild. Sieht sehr sehnig aus. Babybild. Ja, aber wenn man dann so komisch vielleicht hockt auch, verstehe ich, dass man dann vielleicht auch irgendwann Rückenschmerzen hat. Also, na, geht mir ja auch so, dass man dann vielleicht eine komische Haltung hat, wenn man irgendwas fertig machen möchte. Voilà. Die Musik. Das ist der entscheidende Hinweis, ne? Tom Lukas. Okay. Ja, okay, die... Okay, jetzt ist die Tür zu. Verstehe. Und jetzt muss ich hier lang. Okay, also wie PT so ein bisschen, ne? Also nicht nur angelehnt, sondern scheinbar... Entschuldigung, ist es so ausgedimmt? Ich dachte, das lädt schon. Okay, also dieser Tom. Entschuldigung, welches Game? Country World. Country World spielen wir gerade. Make sure to take your medicine. Okay. Na, stell sicher, dass du deine Medizin genommen hast. Als nächstes noch ein... Derzeit einen Nachtschrank austauschen, die Ecke vor der Schreibtisch stand, saugen und zwischen zwei Textilschränken. Aufbauen des Chaos beseitigen. Meine Bude sieht aus wie mitten im Umzug. Oh, Vipera. Mann. Aber es ist ein Ende in Sicht. Ah, das sind unsere Pillen. Herzu. Ist das Psychopharmaka? Das weiß ich ehrlich auch nicht. Okay, der ist hier weg. Please slow down. Your safety is our top priority. We're sending help. Please stay on the line. Do not hang up. Stay on the line. Help is on the way. Okay. Ist wieder zu. Jetzt kommen wir halt weiter. Ja, man muss wirklich den Meter einfach weitergehen, ne?
Jetzt darf ich eine Taschenlampe haben. Ist hier Blut? Na? Okay. Ich dachte schon, jetzt springt uns wieder einer. Aber kein Kackebaby. Okay. Wer hat denn hier ein Bild hängen? Also ich weiß nicht, ne? Aber ich meine, stell mal vor, du sitzt halt hier. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen. Aber und dann? Dann denkst du dir, guckst du rüber? Denkst du, oh, schön. Früchte. Das entertaint mich jetzt die nächsten 30 Minuten, dieses Bild. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Okay, I'm sorry. Okay. Ich sage sehr viel an. Okay. Servus. Ja, andere schauen aufs Handy. Oder auf Duschgel. Ein anderer auf dem Bild. Oh Gott. Dieses Quietschen, ne? Lass mir Zeit beim Aufbauen, werde ich Hilfe brauchen. To be honest, die Welt geht nicht unter, wenn ich was länger brauche. Richtig, Vipera. Richtig. Open the door. Which door? Rip. Heißt Minuten? Ja. Ja, gut, Ding will Weile haben. Wie Vipera sagt. Die Welt geht nicht unter, wenn man mal... Ah, Secret. Wenn man mal länger braucht. Okay, irgendwas habe ich noch nicht gefunden. Was fehlt noch? Was für... Oh, hier. Don't cry. Secret. Okay. Tut mir leid. Okay. Ich weiß nicht, ich brauche so lange auf dem Klo. Lustigerweise. Unser Sohn auch. Unsere Tochter und Nissi gar nicht. FBI. Okay, wir gehen. Oh, das ist nett, Vipera, dass der Nachbar dir helfen wollte. Oder geholfen hat. Mr. Game Changer, danke dir für den Lurk. Dankeschön. Jetzt hat er etwas eingelöst, nach langem mal wieder. Vipera, was hast du denn eingelöst? Das wird ja immer schlimmer hier. Kerze? Am Ende ist das...
Oh, stimmt. Entschuldige, entschuldige. Ja, habe ich gar nicht. Ach Mann, das wird im... Ja, mache ich gleich. Mach ich dir gleich. Warte. Entschuldige, ich hab's nicht gesehen. Ist an mir vorbeigegangen. Okay, du musst die Medizin... Du musst die Medizin nehmen. Okay, Vipera. Dann machen wir das. Warte. Lass das. 5 Minuten ohne das Wort. Good luck. Guten Verschluss. Medikamente. Wo? Wo wärst du? Wenn du mein Medikament wärst. Nee, da nicht. Das Geräusch. Okay. Das geht nicht. Seht ihr was? Medikamente. Hier? Nee. Aber so eine Kaffeemaschine. Auch nix. Hier irgendwo? Ah. Schon geht's besser. Nächste Runde. Das ist gleich viel schöner. Zu. Na klar. Wer würde da nicht verrückt werden? Never mind.
Hat sich erledigt. Oh, hi. Du auch hier? Ist das unsere Frau? Okay, Vipera, ich glaube, ich hab's geschafft. War das jetzt unsere Frau? Da möchte ich aber nichts falsch machen. Die sah zumindest aus, als wäre sie die gewesen, die hier stand, ne? In der Ecke. Okay. Im Übrigen, ne? Süßer Fernseher, so fürs Bett. Dafür, dass es länger her ist, hast du dich gut geschlankt. Dankeschön. Tom Luca, da ist es wieder. Etwas theatralisch dabei. Etwas, ne? Aber sind wir mal ehrlich, wäre das hier ein Emika-Game gewesen, wäre uns die Frau jetzt gleich mit nacktem ins Gesicht gesprungen, ne? Und seit dem Badehaus wissen wir, dass Jumpscares auch gerne mal 10 Minuten gehen können, gefühlt, ne? Okay. Okay, jetzt haben wir hier wieder Blut. Also, wir nehmen wohl unsere Medikamente nicht. Das verstehe ich. Und hier haben wir ein Bild, das wir sammeln müssen. Aber haben wir dann unsere Familie, den Tom Luca und unsere bildhübsche Frau? Guck. Hier sind also noch mehr Stücke verteilt. Ich denke mal noch eins. Zufällig hier. Dieses Geräusch, ne? So, wo haben wir's? Wo haben wir das letzte Stück? Gehen wir nochmal hier lang. Das Quietschen ist echt anstrengend mit der Zeit. Ja, ja, ja. Ja, deswegen, also würde ich hier wohnen. Oh Mann, ey. Ach, hier, guck. Aber jetzt haben wir es doch. Was ist jetzt aufgegangen? Schlafzimmer. Today was the best day ever! Daddy gave me this teddy bear. Also, heute war der tollste Tag überhaupt. Papa hat mir den Teddy Bear geschenkt. Er ist so knuddelig und weich.
Ich habe ihn gedrückt den ganzen Tag. Und ich habe ihn sogar mit ins Bett genommen. Danke, Papa. Danke. Okay. Freitag war dann schon ein rough day. Ich wurde ziemlich wütend und habe meinen Teddybär geschlagen. Made me think about when they... Oh, ne, das hat mich daran erinnert, als Papa mich... July 2nd. I shouldn't have told Grace. Grace, I'm sorry. Grace died because of me. Jonathan, please. Stop. Okay. Also... Das, ich glaube, das wird sehr unangenehm, die Geschichte. Können wir nicht mal jemand lieben spielen? Einfach so jemand, der wie, weiß ich nicht, Rotkäppchen, fröhlich spazierend durch den Wald, der Oma Essen bringend, völlig werteneutral. Es sind immer so böse Leute spielen, die dann entdecken, dass sie alle abgemetzelt haben. Da ist zu. Das ist ein Horror-Game, sowas gibt's da nicht. Oh nein! Also haben wir uns weggeballert? Und dann haben wir alle anderen weggeballert? Oh Gott. Also Teddy war's, ne? Teddy war's. Da hinten ist ein Foto von Teddy. Am Nachttisch. Heftig. Okay, auf beiden Seiten steht's, to be fair, ne? Ich habe ein Achievement bekommen. You were attacked by the first time by a ghost. Da hast du deine Mutti. Und jetzt bin ich selber ein Geist. Also wir nehmen Medikamente, die uns aber so auswegfaden lassen, dass wir nicht mal mehr erkennen, dass wir unsere eigene Familie... Ja, Chrisley war auch fies. Das kam so aus dem Nichts, ne? Jetzt laufen wir an der Decke. Okay. Also, um nochmal auf das zurückzukommen, ich würde mir auch so ein friedliches Horrorspiel angucken. Es gibt auch Horror, der nicht damit zusammenhängt, dass ein Papa seine Kinder abgemurkst hat. Das tut mir echt jedes Mal extra weh.
Badezimmer? Badezimmer ist off. Ich bin auch für das friedlichste Spiel. Okay. Nimm das, Spiegel. Teddy, wir waren immer Freunde, ne? Der Tom hat dich getreten. Ja, tschüss. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Oh Gott, ich muss weniger Drogen nehmen. Tom ist schuld. Kramset, danke dir für den Lurk, mein Lieber. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Support. So, ihr seid jetzt alle auf meinem Fernseher. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich überhaupt bei dir vorhin Lurk geschrieben? Dann Ramset Lurk. Okay, das war jetzt verrückt. Oder man will dir weismachen, dass alle umgebracht sind. Meinst du, das geht in die Richtung? Wir waren es gar nicht. Die anderen sind alle böse. Oh, Vipera. Genau, lasst euch nichts erzählen. Der einzige Nicht-Verrückte bin ich. What's the emergency? Ja, ich möchte Pizza bestellen. Pizza? You called 911. Are you sure you have the right number? Yes. A large pizza, please. Ma'am, are you in danger? Yes. Is someone holding you captive? Yes. Please. Hurry. Okay. Also, sie hätten es jetzt nicht so beschreiben müssen, ne? Aber das war's noch nicht, oder? Doch, Euclid. Das war aber kurz. You cleared the game! Oh Gott, was haben wir getan? Ich habe auch ganz brav immer die Medikamente genommen, ne? Ja, wir haben alle erfolgreich umgebracht, Krissel. Prost. Einfach böse, der einfach rum.